Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Shan und wenn ihr genau wissen wollt, wie dieses Album hier im Detail aussieht, dann bleibt einfach dran. Okay ihr Lieben, schön, dass ihr dran geblieben seid. Also, dieses Album ist dem Alfred wieder gewidmet. Ihr kennt vielleicht noch das Babyalbum von Alfred. Ich kann es euch oben gerne nochmal verlinken. Und ja, ich habe mich dem Piratenthema gewidmet. Und das Album ist 26 cm bei 21,5 cm, so wie die Vorgänger eigentlich auch. Und ja, ich habe 8 Seiten. Ich habe dieses Album recht praktisch gehalten. Also ich habe so gut wie eigentlich keine Pop-up-Sachen drin, weil sie nehmen ziemlich viel Platz weg. Das heißt, es sind Taschen und Laschen und ja, Banderolen drin, um einfach wahnsinnig viele Fotos reinzukriegen. Auf der Innenseite habe ich jetzt eine große Seitentasche. Da habe ich 2 große Fotomatten reingesteckt, dass ich Mami da kreativ austoben kann. Auf der gegenüberliegenden Seite habe ich angefangen mit einer großen Banderole. Da habe ich wieder 4. Ach ja, das Papier, was ich übrigens verwendet habe, ist zum einen von Scrapberries, ein altes, und zwar Pirate's Treasure. Und ich habe meinen alten Schulatlas auseinandergenommen, weil ich konnte mich da noch nie von trennen. Und jetzt habe ich ihn auseinandergenommen. So, also, das sind 4 Fotomatten. Ich habe hier nochmal so einen kleinen Anhänger, so einen Piratenanhänger dran. Der war mal von Spieleburg, glaube ich. Den mochte ich ganz gerne da drin haben. Da ist die große Banderole. Auf der Innenseite wieder ein großes, ja, große freie Fläche für Mami, um sich kreativ zu äußern. Dann habe ich da 3 Banderolen befestigt. Und eigentlich aus dem ganz einfachen, praktischen Grund, weil man da wahnsinnig viel reinstecken kann. Es ist qua gestaltungsmäßig zwar etwas langweiliger, aber es ist wahnsinnig praktisch. Und da geht es auch schon los mit der nächsten Seite. Ihr seht, in der Mitte habe ich wieder genäht. Da habe ich kleine Umschläge rein und große Fotomatte. Da habe ich ein bisschen gestaltet mit den Die-Cuts, die dabei waren. Und das Stars ist von My Favorite Things. Dann habe ich hier nochmal wie so ein kleines Booklet gemacht. Das ganz total simpel eigentlich, auch wieder Unifarben. Ich habe das in kraftfarbenen Cardstock, weil das irgendwie farblich dazu gepasst hat. Dann kommt eine halbe Seite, das habe ich noch nie so verwendet gehabt. Fand ich eigentlich eine ganz coole Idee, lockert das Ganze nochmal ein bisschen auf. Ist im Prinzip eine Tasche und ja, wieder kleine Fotomatten reingesteckt. Also und dieser kleine Tag, der war bei den Die-Cuts dabei, da habe ich dann einfach, ja, den als Tab genommen und habe den gelocht und noch ein Band rein. Dann diese Gestaltungsmöglichkeit, die kennt ihr von mir, die nutze ich sehr gerne, weil sie einfach wahnsinnig praktisch ist und sich für mich in meinem Scrapbooking-Alltag schon sehr bewährt hat. Die kleinen Fotomatten habe ich embossed und zwar war das mal so ein 3D-Embossing-Folder, ich glaube von Action. Und zwar war das so ein Wellenmuster, das fand ich ganz cool dazu. Okay, und weiter geht's. Und zwar habe ich hier so ein, ja, es sieht ein bisschen aus wie eine Mappe, die man auseinander macht. Ist wieder viel Platz für Fotos. Gerechnet ist 15 bei 10 Fotos. Und das wird im Prinzip so verschlossen wie eine Mappe. Dann habt ihr auf der anderen gegenüberliegenden Seite eine Gestaltungsmöglichkeit. Sorry, ich muss das Fenster aufmachen, hier ist es zu warm. Ja, eine Gestaltungsmöglichkeit, die ich schon sehr, sehr oft benutzt habe. Im Prinzip sind das Aufklappfotomatten und da stecke ich einfach nur ein bisschen was dahinter. Das ist im Prinzip als U oder nur an den Seiten geklebt und dann könnt ihr da auch jede Menge dahinter stecken. Hat sich auch für mich als sehr praktisch erwiesen. So, weiter geht's zur nächsten Seite und zwar habe ich da wieder mich für eine große Banderole entschieden. Da auch wieder ja mein Atlaspapier. Und ja, was habe ich da an der Banderole? Habe ich noch eine Banderole, die kann man ein bisschen verschieben. Ich habe da große Fotomatten reingemacht, da ist wieder Gestaltungsfreiraum für Mami. Und ja, das Schwarz passt hier eigentlich ganz cool, weil der Cardstock, den ich verwendet habe im Buch selber, ist auch schwarz. Also von dem her hat das da ganz gut gepasst. Diese Banderole, die ich euch jetzt zeige, die ist ein bisschen verschiebbar. Das kann man sich dann quasi noch ein Foto dahinter kleben und da noch was reinstecken oder wie Mami möchte. Da habe ich nochmal die 2 Papiere, die ich kombiniert habe, genäht. Dann habe ich hier nochmal das gleiche Element wie vorne, so eine halbe Seite. Da ist im Prinzip gerechnet ein großes Bild von 18 bei 13. Da ist das Format allerdings fest. Dann habe ich hier noch was Neues verwendet und zwar, ja, was heißt Neues? Ich hatte es schon mal im Halloween-Album benutzt und zwar so A4-Folien. Die habe ich da einfach mit reingeklebt. Wollte ich eigentlich noch mehr mit reinkleben. So, und da hat die Seite auch noch eine andere kleine Raffinesse und zwar habe ich da eine große Tasche integriert. Seht ihr da quasi?
Da habe ich nochmal so einen Kreis dran geklebt gehabt mit so, ja, so ein Doily-Rand. Das finde ich eigentlich ganz niedlich, so zum Herausziehen. Das zeigt das Ganze nochmal. Das habe ich auch bei dem A4 in der Folie. Dann die Fotomatten hier in den drei kleinen Taschen. Also diese Taschen kennt ihr ja, die benutze ich auch sehr gerne, weil es einfach, wie gesagt, wahnsinnig praktisch ist. Da kann man so viel reinstecken. So, dann die nächste Seite habe ich, wie gesagt, die große Tasche. Die haben wir ja gerade schon gesehen gehabt. Und dann habe ich nochmal vorne zwei kleine Taschen. Auch wieder jeweils vier Fotomatten. Also da bekommt ihr echt wahnsinnig viel Bilder rein. Also ich denke, dann müsste das erstmal reichen. Auf jeden Fall, da habe ich an der Seite nochmal, wie ich das quasi in groß schon sehr oft verwendet habe, hier nochmal in klein an der Seitentasche benutzt. Dann habe ich ja die gleiche. Wiederholt sich das im Prinzip mit der Banderole über die Breite mit zwei großen Fotomatten. Diese kleine Banderole, die ist auch wieder verschiebbar. Da habe ich noch einen kleinen Umschlag reingesteckt. Also auch hier wieder total simpel. Und das Element wiederholt sich, weil ich festgestellt habe, dass viele Menschen, die nicht wirklich vertraut sind mit dieser Art an Fotoalbum, manchmal überfordert sind mit den ganzen Klappen und Laschen. Dann auf der nächsten Seite geht es auch schon weiter. Da habe ich auch wieder das eine Element wie auf der zweiten Seite, quasi wie so ein Folder und mit einer Banderole gegenüberliegend wieder das gleiche Papier noch verwendet und auch lose Fotomatten drinne. Das ist eigentlich so ganz cool. Ich habe versucht, immer das Papier ein bisschen so zu machen, dass ich links und rechts das gleiche habe. Auch da wieder an der Seite nochmal eine große Tasche ins, ja, mit rein verbastelt. Dann habe ich hier auch nochmal das Element mit den zwei Aufklapp-Fotomatten nach oben und nach unten. Dahinter wieder quasi noch ein bisschen was gesteckt, zwei kleine Umschläge. Ich habe hier zum Beispiel mit der Stanze von Studio Light, glaube ich, so einen Umschlag gestanzt aus dem Papier von meinem Atlas. Und ja, was habe ich noch mehr? Ja, auf der anderen Seite seht ihr jetzt auch diese Mappe wieder. Da könnt ihr wieder lose Fotomatten reinlegen. Da liegt eine große drinne und auch wieder viel Gestaltungsmöglichkeit für, ja, für die Mami, um da sich kreativ auszutoben. Die zwei Papageien, die finde ich so wahnsinnig schön. Ja, und dann kommen wir auch schon eigentlich zur vorletzten Seite. Da ist nochmal das mit den zwei Taschen im Prinzip verarbeitet. Diese Gestaltungsmöglichkeit, die haben wir schon sehr oft gesehen bei meinen Alben. An der Seite, wo ich das Papier kombiniert habe, da habe ich das Papier wieder miteinander vernäht. Und da ja ein paar Journaling-Karten rein. Der Captain, der ist ganz cool. Ja, da sehe ich, habe ich es euch nochmal gezeigt, dass ich da genäht habe. Und ansonsten habe ich es einfach relativ ruhig gehalten, weil ich denke, die Bilder, die dann reinkommen, da, die sagen genug aus. Ja, die letzte Seite ist wieder aufgebaut wie eine zwischendrin. Eine große Seitentasche. Vier Fotomatten, auch da wieder mit dem Die-Cut so nochmal für Texten Platz gemacht und da nochmal große Fotomatte und dann im Einband auch nochmal zwei große Fotomatten mit einer Kunstledertasche. Also da kann man nochmal was rein tun, nochmal einen bestimmten Augenmerk oder was, was man länger aufheben will oder noch dran arbeiten möchte. So, und dann denke ich, dann kann eine Mami von Alfred sich wirklich kreativ austoben. Mich hat es gefreut, dass ihr so lange mit dabei wart. Es hat mir wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Bleibt schön gesund. Und bleibt mir treu. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like oder ein Abo. Ich freue mich immer. Bis zum nächsten Mal. Eure Shan.